Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die nur durch Kryptonit schwächer werden. Christian und Sascha. Zu Gast im Studio Marek Selle, the face of Schoki-Banoki. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schoki-Banoki. Ich begrüße euch hier am Mikrofon der Christian, der Sascha. Das bin ich. Und der... Na, wie bist du? Wie heißt der? Sarit. Marek. Boah, der geht ja mir auf den Sack manchmal. Also auf jeden Fall. Der hat eine verzerrte Wahrnehmung. Das ist der Marek. Da überdreht das Gehirn nur alle 3 Sekunden ein Bild, merke ich. Das kommt so, wenn man richtig Hardcore-KSC-Fan ist. Ah, jetzt Marek. Jetzt habe ich's. Ja, genau. Ja. Wir haben heute wieder kuriose Gesetze und ich habe ein kurioses Gesetz mitgebracht. Über dieses kuriose Gesetz kannst du dich wahrscheinlich den ganzen Abend unterhalten, wenn du möchtest. Ja? Pass auf. Keine Frau darf in einem Badeanzug irgendeinen Highway des Staates Kentucky betreten, wenn sie nicht mindestens von 2 Polizisten eskortiert wird oder mit einem Knüppel bewaffnet ist. Moment, jetzt jede Frau. Keine Frau. Jetzt kommen die Einschränkungen. Dieses Gesetz tritt nicht in Kraft, wenn die Frau weniger als 90 Pfund das meine ich. Oder mehr als 200 Pfund wiegt oder es sich um ein weibliches Pferd handelt. Nee. Ist das jetzt in echt oder was? Nee, das habe ich mir ausgedacht. Natürlich ist es in echt. Ja. Das Internet hat das ausgespuckt. Aha. Also nochmal. Das setzt sich nicht durch, das Internet. So, hier, pass auf. Ja, ja. Also wer hört denn hier mit? Weil dann also pass auf. Wenn sie mit einem Knüppel bewaffnet ist, ja, ist okay. weil sie mehr als 90 Pfund wiegt. 90 Pfund sind 45 Kilo. Ja. Das ist ja gar nichts. Ja. Also alle eigentlich im Prinzip. Ne? Mhm. Über 45 Kilo und unter 100 Kilo muss sie einen Knüppel haben. Ja. Unter 45 Kilo ist sie halt nicht so. Das ist ja nur tapezierte Knochen. Mhm. Ne? Verstehst du? Und was ist, wenn du über 100 Kilo bist und trotzdem Knüppel dabei hast? Ja, Knüppel darf. Nee, das ist okay. Aber wenn du zwischen 45 und 100 Kilo bist und trotzdem Knüppel dabei hast. Dann musst du einen Knüppel dabei haben. Und dann darfst du einen Highway mit einem Badeanzug betreten. Es geht ja um den Badeanzug. Normal, du darfst ja auch ohne Badeanzug, also mit normalen Klamotten, darfst du jederzeit auf dem Highway. Da brauchst du auch keinen Knüppel. Die Frage ist, warum du darfst ja auch nicht einfach so auf die Autobahn laufen. Ja. Ja, aber hier darfst du. Weil den Badeanzug und oder Bikini? Ja, Bikini ist ja Badeanzug. Nee. Alter, wo bist du denn groß geworden, Sascha? Ein Bikini ist doch kein Badeanzug. Naja, ist er, aber ich glaube, in dem Kontext ist es dasselbe. Wo war das? In welchem Bundesstaat? Kentucky. Haben die Meereszugang? Nee, ne? So. Ja. Das heißt also, ab 45 Kilo bis 100 Kilo musst du einen Knüppel dabei haben oder du wirst von 2 Polizisten eskortiert. Nicht von einem, weil. Warum? Weil, wenn du 45 Kilo oder weniger bist, wirst du als Knüppel benutzt. Nein! Auch nicht, okay. Weil unter Polizisten ist es ja gang und gäbe, diese Frauen zwischen 45 und 100 Kilo zu belästigen. So haben sie immer eine Kontrolle, verstehst du? Ein anderer Polizist ist da. Nicht, dass die aus Versehen irgendwie belästigt wird. Von den Polizisten, von dem einen. Die Polizei hätte gesagt, wir haben nicht mehr, ihr müsst jetzt mit 2-mal mit einer auskommen. Was sagt er? Ja, nicht jeder eine. Nicht jeder eine, nein, jede Frau 2. Ich will aber mal zuerst. Nee, das ist gegenseitige Kontrolle. Ah, ja, ja. Verstehst du? Ja, da kann der eine keinen Scheiß machen mit der Perle. Das verkaufen sie so. Weil 45 Kilo, wenn die jetzt die richtige Größe hat, ist ja schon, das geht ja, kann ja schon mal ganz nett sein. So 55 Kilo, 60 Kilo. Also ich bin Kind des FKK, ich habe alles gesehen. Du hast alles gesehen, aber du hast nicht alles gewollt. Ja, also sitzt du mal mit 13, 14 Jahren im pubertären Alter im FKK-Strand. Das ist nicht lustig. Da gehst du alle 5 Minuten ins Wasser. In Kentucky, an der Autobahn. Genau da. Am Baggersee. Ja, in Kentucky, am FKK-Strand. Kein Meer weit und breit, aber ein FKK-Strand aber am Highway. Da siehst du die Muttis aber immer nur in den KFC reinlatschen. Was, achso, Kentucky. Ja, jetzt hab ich gerade überlegt. Du hast den Zusammenhang nicht. Ich hab gemeint, er meint seinen KSC hier. Was? Nee. Das heißt nicht Kentucky Sportclub. KSC, verstehst du? Ah, KSC, jetzt verstehe ich. Ja. No. Das ist aber sehr weit hergeholt. Nicht weit hergeholt, sondern einfach nur falsch verstanden. Ja. Okay, aber ich bin jetzt nochmal bei dem FKK-Strand. Ja, was willst du das wissen? Ist ein Thema. Okay, also sagst du, 13, 14 warst du, ne? Und du siehst da alles. Ja, man will auch alles sehen. Also man muss ja die Welt kennenlernen. Ja, klar. Ja, okay. Ja. Wie war das so für dich? Unangenehm.
Vor allem haben, also Sascha, wir haben ja auch einen redaktionellen Auftrag. Ja? Bildung. Ja. Gut, Bildung. Vor allem, wenn die Eltern sich dafür entscheiden, das Laken so 100 Meter weg vom Strand zu positionieren und du hast noch einen weiten Weg bis zum Wasser. Dann sind die so eingeschlafen. Am besten bleibt. Ja, ich bin da noch immer drin stehen geblieben. Komm doch mal raus, jetzt 2 Stunden. Nee, nee. Und wenn so dicke Frauen auf dem Bauch einschlafen. Und dann liegen sie dann so mit den Beinen so gespreizt. Ja, selbst das ist, erweitert deinen Horizont. So ist ja auch auf Rügen da dieser weiße Fels entstanden. Irgendwie. Ehrlich? Irgendwann ja, mal. Hab ich auch gelesen. Was? Hast du, glaube ich, geschrieben. Ja. Aber pass auf, bei dem Gesetz ist ja noch das Problem. Ja. Also das Ganze ist ja hinfällig. Wenn es fährt. Wenn es sich um ein weibliches Pferd handelt. Was? Das verstehe ich auch nicht. Also Stute. Ja, wenn es eine Stute, also die Stute wird dann jetzt im Moment gleichgesetzt mit der Frau. Also die Frau darf nicht schwerer als 90 und leichter als 200 sein, es sei denn, sie ist ein Pferd. Und dann darf sie wieder auf dem Highway. Ja, ich habe noch nie eine Stute gesehen, die 45 Kilo hat. Ich glaube, da ist irgendwas in der Übersetzung verloren gegangen. Ganz im Ernst, Leute, das kann ja wohl nicht sein. Ich weiß auch nicht. Ja, ja, egal. Jedenfalls macht das sie nett. Ja, Kentucky ist ja auch bekannt. Wir haben über Kentucky viel gelernt, über Mareks FKK-Erfahrung. Das ist interessant, die FKK-Erfahrung. Da kann man mal so eine eigene Sendung von machen. Das machen wir mal. Wir reden über FKK. Das machen wir. Ja. Ja, das können wir gerne machen. Machen wir das nächste Mal. Ja. Also, sagen wir jetzt hier Cheerio, Miss Sophie? Ja, machen. Ja. Sag du auch mal. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio, Miss Sophie. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.